So eine Pre-Race-Konferenz hier zum vierten Rennen hier in den USA. Ja, kleine Weltreise hinter uns hier in Rodemaker angekommen. Grüß dich, Speedy Racer oder Daniel. Servus. Ja, warum lief es auf der Nordschleife nicht? Da du ja, ne, da deine Runden nicht hattest, ja logisch, aber was war denn da die Ursache dafür? Ja, ich hatte Probleme mit der Strecke. Und ich habe nicht immer ein Problem mit dem Auto gehabt. Immer abgeflogen und ja. Okay. Ja, jetzt auf der Road America soll es besser laufen, oder? Ja, wird es laufen, ja. Ich kenne die Strecke schon von Forza. Warte. Ja, und. Sorry. Entschuldigung. Sorry. Bin ja mal angerufen gerade. ja. Es läuft gut und. Wird auch gut laufen, hoffentlich, und es wird schon, ich mach schon Runden und jede Runde wird schon besser. Okay. Ja, an sich gibt es ja auch einiges aufzuholen. Wie willst du zu rangehen? Deine Ziele konkret erstmal versuchen mitzuschleichen, Punkte zu holen oder dann doch eher ein bisschen auf Attacke? Erstmal jetzt die trainieren natürlich und ein bisschen am Start natürlich beim Rennen zurückhalten werde ich. Und dann von den anderen den Fehler nützen. Und nicht so, auch abends auf Attacke gehen, wenn ich, ja, einfach fair wie möglich zu fahren und nicht letzter werden, wie beim ersten Rennen war, der Fall war. Okay. Ja, dann würde ich sagen, viel Erfolg, dass du deine ersten Punkte bekommst. Und tut mir leid wegen vorhin, der mich angerufen hat. Das war ein bisschen peinlich. Kein Problem. Ja, okay. So, kommen wir nun zu Crusher, grüß dich. Moin. Erste Mal hier in Road America. Ja, ordentlich ist dann die Frage, was war denn da los, dass du bei einem Schiffrennen nicht teilnehmen konntest? Das Auto-Setup hat nicht gepasst. Ich bin einfach nicht schnell genug gewesen, habe auch allgemein sehr wenig Erfahrung in der Nordschleife. Deswegen habe ich auch keine Runde hinbekommen. Okay. Ja, Bad First warst du ja auch nicht dabei, der war aber zeitlichen Gründen, ne? Mhm. Somit nur, das ist ja bis jetzt eine Monsterrennen, bringt dir in Anführungsstrichen 4 Punkte, bis aktuell auf dem 23. Platz, also doch recht weit hinten. Ja, jetzt haben wir hier Road America, wie kommst du bis jetzt so zurecht? Also ich bin derzeit auf 9. Platz und jetzt Setup-mäßig bin ich noch nicht ganz fertig, aber bis jetzt ist die Strecke ganz okay, also komme gut zurecht. Okay, welche Ziele machst du denn so aus, vor allem auch auf die Wertung betroffen? Wo möchtest du denn, ja, oder, ja, immer die Frage zu Road America, welche Position wäre denn so am liebsten? Ja, also, da ich jetzt irgendwie früher angefangen habe zu trainieren, denke ich mal, dass das Mittelfeld schon drin ist. Vielleicht auch mit ein bisschen Glück weiter oben. Vielleicht auch Top 10. Mal gucken. Okay. Ja, noch eine Frage zur Teamwertung. Leider seid ihr da auch recht weit hinten, nämlich auf dem 14. von 15 Plätzen, das letzte Team, was Punkte hat. Ja, Strike, war ja auch nicht dabei auf der Nordschleife, ne? Ich glaube ja, nicht, ne? Teamwertung, ja, richtig. Was denkst du zur Teamwertung so? Weil ich meine, klar, Strike hat jetzt auch die Probleme auf der Nordschleife, ne? aber beide mal die 14. ist er geworden, ne? Auf Mons und auf Bad First. Was denkst du, wo kannst du da jetzt noch zum Anfang der Season, wo ja diese paar Rennen man schon eventuell was, ne? Schließen kann, quasi, dass man nicht mehr dann auch so viel zu tun hat, ne? Was denkst du, wo kannst du da circa stehen mit deinem Teamkollegen? Also ja, wie gesagt, der Anfang war jetzt ein bisschen mies. Ich konnte jetzt von drei Rennen zwei nicht teilnehmen und er halt auch eins nicht. Und deswegen ist ja klar, dass wir weiter unten stehen, aber wir versuchen natürlich dran zu bleiben und auch uns bis auf das Mittelfeld hochzufahren, weil drüber werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Okay. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg, ne, hier in Road America und ja, jo, dann müssen wir mal gucken, wo du am Ende landen wirst. Jo. Ja, zum zweiten Mal in Folge, Leute und Herren, grüß dich hier bei der PRC. Liebe Zuschauer, PRC heißt Pre-Race-Konferenz, ja. Grüß dich erst einmal hier. Ja, wie ging's dir im Flug, oder? Auf der Reise. Nee, also, ja, kurze Frage, Nosche, wie war's? Naja, eher ein mäßiges Rennen. Die Pace waren sich okay, dann stand da der Kev, glaube ich, war das in der Mutkurve quer. Sören war hinter mir im Kampf. Naja. Dann ging es nur noch geradeaus rein in den Kev und hinten rein Sören und dann war es eigentlich schon gegessen, das Rennen. Dann habe ich selber noch einen Fehler gemacht und naja, irgendwie noch zu Ende geschaukelt. Richtig, zweiter wurdest du. Ja, jetzt in der Meisterschaft, auf dem 11. Rang, denk mal, du bist ganz zufrieden mit diesem holprigen Saisonstart bei dir, ne?
Ja, wo geht's denn jetzt hier in Nordamerika circa hin? Oder Ich hoffe wo soll mal, es hingehen? na, ich hoffe mal, Top 10 wäre wieder ganz gut. Die Setup habe ich gefunden. Long Run auch schon gefahren. Scheint auch ganz okay zu sein. Bin noch ein paar Runden gedreht, aber ich bin ganz zuversichtlich, da vorne mit dabei zu sein. Top 10 mindestens. Okay. Ja, dann wünsche ich dir zum zweiten Mal in Folge viel Erfolg, ne? Jo, danke. Ja, weiter geht's zum Teamkollegen VTech. Grüß dich hier zum ersten Mal in der Season, also auch zum ersten Mal in den Prix-Race, kommen wir jetzt mit dabei. Ja, fangen wir doch nicht mal mit der Wertung an. Arthur, bist du 27. Wow, was ein großer Erfolg. Schon drei Plätze ohne ein Rennen. Ja, ist auf jeden Fall, ja, halt ganz hinten im Feld. Ne, aufgrund halt eben, ja, jetzt ist halt erst der Einstieg. Geht doch noch, ne? Du warst ja auch lange mit eingetragen, dann wird plötzlich zum Saisonstart nicht mehr gemeldet. Und so weiter und so fort. Ja, jetzt erstes Rennen in der GT3-Klasse. Lang war es ja her, außer das mal PC2 ausgenommen. Wo soll es denn hingehen? Ja, ah, mein Ziel ist es mal Rennen. Also ich habe jetzt auch recht viel geübt dafür und die Strecke kenne ich eigentlich ganz gut. Und ich denke mal, dass es dann für Montag kein Problem sein wird. Also von der Okay. Pace her habe ich jetzt auch geschaut, das ist machbar alles. Wird alles ganz gut sein. Okay. Ja, euer Team ist aktuell dank Leukentern auf der 10. Position. Etwas weiter weg von VSR Racing und VSR DB. Ja, denkst du, dass es mit deinen Punkten dann quasi hinhauen wird? Na klar, also ich vertraue auch den Leukentern ziemlich gut, also dass er gut fahren kann und dass ich auch da ein paar Punkte mitnehmen kann im Rennen. Und ich schätze mal, dass es da, ich sag mal so, es ist alles möglich. Also es ist halt nur fahren, fahren, fahren und dann schauen wir selber, was dann am Ende rauskommt. Okay. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg, ne, für dein erstes Rennen. Jo, danke. So, wir gehen zu Ferrari. Daniel, grüß dich. Moin. Ja, hier in die angeflogen. Nach zwei Rennen, wo du nicht teilnehmen konntest, jetzt wieder hier in Nordamerika. Was sind denn bei dir konkret die Ziele? War ja das erste Rennen doch nicht so überragend, als es erstmal aussah. Durchfahren natürlich, Ziel Nummer 1. Ziel Nummer 2, nicht letzter Zeit. Und ja, einfach gut durchfahren, eine konstante gute Pace haben im Gegensatz zu Monster. Und einfach wirklich versuchen, so, wenn es wirklich klappt, so viele Punkte wie möglich nach Hause zu holen. Okay. Ja, Teamkollege Yannick Baude hat natürlich die meisten Punkte bei euch. Kannst du oder denkst du, dass du es das ändern kannst in der Zukunft, Nein. dass du mehr Punkte holst? Also aktuell definitiv nein. Es ist einfach so, es ist halt schon schwierig, ne, mit so einem neuen Lenkrad jetzt erst seit einem Monat oder anderthalb Monaten wirklich so die Pace zu finden. Es wird langsam besser. Also hier in Allroad America fühle ich mich immer sicher, im Gegensatz zu Monster. Also hier werde ich nicht so schnell den Wagen immer verlieren. Und dementsprechend kann ich auch ein bisschen mehr pushen. Und ich glaube, über die Zeit werde ich allgemein in Assetto Corsa besser. Aber es dauert. Und mal gucken, wie lange es dauert. Aktuell ist Yannick eigentlich auch recht schnell. Und der kann auch locker immer Punkte holen. Deswegen wird er im nächsten Rennen locker vor mir sein. Aber ja gut, es kann immer was im Rennen passieren. Okay, ja, dann wünsche ich viel Erfolg hier in Nordamerika. Dankeschön. So, guter Letzt, VCRDB Pilot Palli, grüß dich hier. Hi. In Nordamerika nicht angekommen. Ja, letztes Rennen war ja wirklich nicht so toll, ne? Nee, leider nicht. Also ich habe ein bisschen mit mir selbst auch zu kämpfen gehabt nach dem Rennen dann. Aber andersrum, der Start war klasse, die erste Runde war klasse, die zweite war dann ab sofort, also die zweite ging dann gar nicht mehr. Kev hat das Auto verloren, konnte ich jetzt einfach nur so sehen. Ich habe noch nicht andere Bilder gesehen. Ja, ist dann in der Mutkurve, hat er die Wand berührt, ist dann nach außen, nach innen geknallt, wo ich natürlich war und habe mir dann meine Aufhängung komplett zerfetzt und natürlich mein ganzes Auto und somit dann natürlich auch mein Rennen. Okay, ja, jetzt hier in Nordamerika, also ganz kurz nochmal zur Nachschau mit Timo, ja, P5, ne, war ja Ja, perfekt. war eine super Leistung von ihm. Ja, jetzt in Nordamerika nicht ankommen, wie ging es denn bisher so? Ja, also ich habe jetzt ein paar Testrunden absolviert. Gleichzeitig natürlich noch die 24 Stunden Nürburgring. War natürlich, konnte ich dieses Mal von Amerika natürlich leider nur im Fernsehen gucken. Sonst bin ich immer live da gewesen. Ja, sonst denke ich, werde ich morgen, beziehungsweise werde ich, mein,
Jetzt muss ich zu Punkt kommen. werde ich natürlich weiter trainieren und natürlich eine Top-Qualifying-Zeit raushauen und dann, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir wünschen dir viel Erfolg, ne, hier in Nordamerika. Dankeschön.